Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mal wieder Varietätenkunde von Andreas. Hallo Martin, hallo Tim. Erstmal danke für die tollen Blogs. Vor allem die Rubrik Tim in Japan war nach den 2 Jahren der Japan-Abstinenz wirklich klasse. Nun meine Frage. In einem der Blog hat Tim gesagt, dass aus der Ochiba auch Matsukawa Bake mit rauskommt. Wie geht das? Wurde in die Ochiba-Linie bei Konishi auch Matsukawa Bake eingekreuzt? Oder ist das generell bei Ochiba so? Kommen dann bei einem Deutz-Ochiba auch Kumonryu mit raus? Und wenn ja, sind diese dann auch solche Schwimmblasenkrüppel wie die Kumonryu, die man bisher kennt? Die Konishi Ochiba beinhalten ja auch Karashi-Blut und dementsprechend ein gutes Wachstumspotenzial. Lässt sich das dann auch mit dem Matsukawa Bake übertragen? Vielen Dank und liebe Grüße von Andreas. Ist witzig, Andreas, dass die Frage jetzt kommt, weil ich habe letzten Mal, wo wir eine Auktion gemacht haben, wo Matsukawa Bake drin waren, habe ich gedacht, könnten wir ja eigentlich auch Karashi Matsukawa Bake schreiben. Ja? Aber es wäre zu erklärungsintensiv gewesen. Warum die Matsukawa Bake da reinkommen, das hängt entweder mit den Ur-Ur-Ureltern Chagoi oder Ur-Ur-Ureltern Soragoi zusammen, wo irgendwann mal die Varietät Ochiba daraus hervorging, weil das sind sehr, sehr Magoi, urtümliche Karpfen und da steckt einfach dieses Karasu-Blut, dieses Matsukawa-Baki-Blut, das steckt da alles irgendwie mit drin. Und du hast recht, der Deutz Ochiba, der Deutz Matsukawa-Baki ist der Kumonryu. Und da gab es früher Blutlinien, die ein bisschen Schwierigkeiten gemacht haben, was Schwimmblasen angeht. Aber es ist nicht, wie du schreibst, dass alle Kumonryu Schwimmblasenkrüppel sind. Von den ganzen Kumonryu, die wir hier in der Anlage hatten, wie oft hast du jetzt in 2 Jahren? Wir hatten viele. Null. Und wir haben die auch großgezogen. Das ist wie manchmal entstehen einfach Vorurteile und die werden dann gnadenlos durchgezogen. Und wie das Gleiche sagen die Leute heute immer noch, Ginrin wachsen nicht. Ja. Jede Woche einer. Jede Woche einer. Aber die Ginrin wachsen nicht. Nein, will ich nicht. Die wachsen, wenn die Blutlinie stimmt. Das war ganz am Anfang. Da hat man einfach, als das Diamond Ginrin entstanden ist, da hat man dann einfach die Koi nicht nach Größe selektiert, sondern wie stark das Ginrin war. Und darum sind die am Anfang schlecht gewachsen. Aber irgendwann hat man das Ginrin in den Griff bekommen. Und da hat man das Ginrin stabilisiert und dann konnte man sich in der Zucht auch wieder um Wachstum bemühen. Und heute, ich habe Ginrin, weiß der Teufel was, Karashi, allen Scheiß, unsere Ginrin Asagi, die wir hier hatten. Ja, der Asagi ist ja kein Fisch, der riesengroß wird und Ginrin auch nicht scheinbar. Und plötzlich haben wir hier 85, 90 Zentimeter Ginrin Asagi. Auch Ginrin Kohaku, die wirklich groß werden. Unsere Ginrin Kohaku werden riesig, die von Momotaro werden riesig. Da laufen sie über die Shinkukai. King Ginrin A, ja, dann liegt da so eine 90 Zentimeter Tonne vor ihnen in perfekter Qualität. Vergessen Sie das einfach. Gut, wenn Sie alte Blutlinien kaufen von irgendwoher, dann kann es natürlich sein, wenn die nicht aufgepeppt wurde. Aber wenn Sie bei einem modernen Züchter auf der Höhe der Zeit sind, dann wachsen die. Ja? So, also, so kommt es noch heute, dass diese Matsukawa Bake in geringen Stückzahlen, aber immerhin unter den Ochiba-Nachkommen gefunden werden. Also man macht ganz normal die Zucht mit Ochiba-Tieren und die findet man dann. Ich weiß jetzt nicht, nach welchen Kriterien Akimoto und Makoto, das sind ja die 2 Selektierer, ob die jetzt dann nur ein paar oder jeden nehmen, den sie finden, keine Ahnung. Wenn der Deutz Ochiba gezüchtet wird, der Deutz Ochiba kommt aus Deutz Chagoi und keine Ahnung, wie sie den komplett produziert haben, habe ich jetzt noch nicht gehört, dass da Kumonryu draus hervorgehen. Muss aber auch nicht zwingend. Das kann natürlich sein, wenn man in der Zucht wieder einen Schritt nach links geht und sich in die Richtung bewegt, dass dann auch wieder gewisse Dinge rausfallen. Das ist immer aber die Frage, was nimmt man mit und zieht weiter groß? Das ist nämlich genau das. Ich glaube, wenn die Leute wüssten, wie viel Varietäten bei der Zucht der einen Varietät entstehen, die dann einfach nicht mitgenommen werden, weil das nicht im Fokus des Züchters ist und weil die Platzbedingungen des Züchters nur bedingt sind, begrenzt sind. Unglaublich. Die Natur bringt vieles, vieles hervor. Genau. Aber ja, unsere unsere Ochiba und Matsukawa Bake sind Karashi Matsukawa Bake. That's truly true. Yes. Danke, Andreas. Ciao. Ciao.